Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute wird mal nicht gekocht, sondern gebacken. Und zwar machen wir heute noch mal einen super leckeren Apfelkuchen. Apfelkuchen gibt es ja in 1000 verschiedenen Varianten. Zwei gibt es ja schon auf meinem Kanal und heute zeige ich euch noch eine dritte, ganz leckere und super einfache Variante. Wie ich den Apfelkuchen heute zubereite? Ja, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Zutaten. 5 Eier, 6 Äpfel, ich habe hier säuerliche genommen, ich habe hier Brebeerenäpfel genommen. Ihr könnt aber auch Super Elster oder Boskop-Äpfel nehmen. Den Saft einer großen Zitrone, 170 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 150 Gramm Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker. Alternativ geht natürlich auch Vanilleextrakt. Zuerst schälen wir unsere Äpfel. Und bevor wir jetzt das Kerngehäuse aus den Äpfeln entfernen, pressen wir zuerst die Zitrone aus. Denn wenn wir das Kerngehäuse jetzt schon entfernen und die Äpfel klein schneiden, dann werden sie sehr, sehr schnell braun. Und das verhindert hinterher der Saft unserer Zitrone. Wenn wir den Saft der Zitrone ausgepresst haben, dann beginnen wir aus unseren Äpfeln das Kerngehäuse zu entfernen. Das geht am besten, indem man die Äpfel viertelt. Dann kann man das Kerngehäuse ganz leicht entfernen. Die Äpfel werden jetzt in grobe Stücke geschnitten und in eine Schüssel getan. Über unsere geschnittenen Äpfel geben wir jetzt ungefähr die Hälfte des Zitronensaftes. Die andere Hälfte verwahren wir später für den Teig. Dann die Äpfel einmal mit dem Zitronensaft richtig gut durchrühren, damit sie nicht braun werden. Jetzt geben wir 5 ganze Eier in eine Rührschüssel. Ich habe hier Eier der Größe M verwendet. Wenn ihr jetzt Eier der Größe L nehmen solltet, dann nehmt ihr einfach ein Ei weniger. Zu den Eiern geben wir jetzt die 150 Gramm Zucker und die 2 Päckchen Vanillezucker. Alternativ könnt ihr auch 1 bis 2 Teelöffel Vanilleextrakt dazugeben. Und jetzt benötigt ihr entweder einen Mixer oder eine Küchenmaschine mit Rührhaken. Denn jetzt wird die Eizuckermasse richtig schön cremig aufgeschlagen. Das Ganze muss jetzt für längere Zeit aufgeschlagen werden, mindestens 5, eher 7 Minuten lang. Dabei kann man beobachten, wie sich die Farbe der Creme verändert. Erst ist sie richtig dunkelgelb und dann wird sie immer heller. Erst so ein leichtes Cremegelb und dann, wenn sich die Farbe beim Aufschlagen zu weiß verändert, dann solltet ihr noch so ungefähr mindestens für 2 Minuten weiterschlagen, denn dann beginnt sich das alles richtig schön miteinander cremig zu verbinden, wie ihr hier sehen könnt. Und genauso wie hier sollte die Masse jetzt auch aussehen, richtig schön weiß und cremig. Sie darf jetzt nicht mehr flüssig sein, darauf müsst ihr wirklich achten. Zu der aufgeschlagenen Masse kommen jetzt optional 2 Teelöffel Zimt. Der muss nicht sein, aber ich finde, der passt immer hervorragend zum Apfelkuchen. Dann gebe ich den Rest der halben Zitrone dazu und starte den Mixer wieder. Erst einmal auf kleiner Stufe, weil der Zimt sonst sehr staubt. Dann auf hoher Stufe nochmal für 2 Minuten schön mit einrühren. Als nächstes mischen wir unsere 170 Gramm Mehl mit einem Paket Backpulver. Einfach beides in eine kleine Schüssel geben und mit einem Löffel gut verrühren. Jetzt hätte ich fast die Prise Salz vergessen, die an jeden guten Kuchen gehört. Die geben wir zu dem Mehl und Backpulver zu und mischen noch mal kurz durch. Das Mehlgemisch wird jetzt in unsere Teigmasse hineingesiebt.
So wird das Mehl schön fein und kann besser in den Teig eingerührt werden. Außerdem verhindert man so später Klümpchenbildung. Auch das Mehl rühren wir jetzt nochmal mit dem Mixer ein. Allerdings nur ganz kurz, maximal so eine Minute. Es sollte wirklich nur untergerührt werden. So erreicht man, dass der Kuchen später innen drin schön fluffig ist und nicht zu trocken wird. Jetzt geben wir ungefähr 2/3 der kleingeschnittenen Äpfel in unseren Teig und heben die Apfelstückchen vorsichtig mit einem Spatel unter die Teigmasse. Nun benötigt ihr eine Springform. Ich habe hier eine ganz klassische 24er Springform. Die lege ich jetzt mit einem Backpapier aus. Einfach das Backpapier auf den Deckel der Springform legen und den Springformrand wieder dran machen. Dann könnt ihr am Rand ganz einfach das überschüssige Backpapier abziehen. Jetzt wird die gesamte Springform noch mit etwas Butter oder Margarine eingefettet, damit der Kuchen später nicht kleben bleibt. Auch das Backpapier in der Mitte fette ich noch mit etwas Butter ein. Ich persönlich finde, so geht der Kuchen hinterher noch viel angenehmer raus. In die eingefettete Backform geben wir jetzt unseren Teig mit den Apfelstückchen. Dann verteilen wir den Teig mit dem Spatel ein bisschen in der Backform. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr mit der Backform ein paar Mal auf die Arbeitsplatte klopft. So verhindert ihr, dass Luftlöcher entstehen, die später Löcher im Kuchen verursachen können. Also immer kurz klopfen. Das restliche Drittel der Apfelstückchen verteilen wir jetzt gleichmäßig oben auf dem Teig. Der Apfelkuchen, der kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 40 bis 50 Minuten in den Backofen. Meiner war jetzt 45 Minuten drin und ich mache jetzt die Stäbchenprobe. Und wenn, wie bei mir hier bei der Stäbchenprobe, nichts mehr kleben bleibt, dann ist der Kuchen fertig. Den Kuchen, den lasst ihr jetzt circa eine halbe Stunde in der Backform auskühlen und entfernt dann erst einmal den Ring. Ich bestreue meinen Apfelkuchen jetzt noch mit etwas Puderzucker. Das ist allerdings ebenfalls nur optional, aber ich finde so eine kleine weiße Haube wirklich sehr schön und es schmeckt auch gut. Nach dem Dekorieren setze ich den Kuchen mit Backpapier auf einen Teller um. Und wenn der Kuchen komplett ausgekühlt ist, erst dann entferne ich das Backpapier unten drunter. Und so schaut er jetzt aus, unser lecker gebackener Apfelkuchen mit leichter weißer Haube. Ich persönlich esse ihn unglaublich gern mit Puderzucker. Und jetzt zeige ich euch den Kuchen natürlich auch noch im Anschnitt. Und hier ist er, unser toller, saftiger Apfelkuchen. Die Äpfel haben sich wunderbar in dem gesamten Kuchen verteilt. Ja, ich hoffe, mein Apfelkuchenrezept hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Karinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.